Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade auf dem Weg zu einer Kamera, die man mir geschickt hat, die ich testen soll, worüber ich mir ein Urteil machen soll. Und zwar ist das die Eisiger IG200. Diese Kamera ist schon etwas älter, soll aber ein Upgrade erfahren haben, dass es sie attraktiv macht für Einsteiger. Na gut, okay. Ist hier eine Rinde abgebrochen und hängt vor der Kamera. Naja, mal gucken, was drauf ist. Einstiegsmodell ist für mich ein Wort, was sehr viele falsch verstehen. Wenn ein Fahranfänger ein Auto sich kauft, ein Einsteiger, dann muss dieses Auto sehr sicher sein und es muss robust sein. Es darf nicht das teuerste Modell sein, aber es sollte keine Schrottkiste sein, weil eine Schrottkiste ist unfallgefährdet. Deswegen sollte ein Einsteiger was Gutes haben. Und genauso sehe ich das auch bei Wildkameras. Deswegen hatte ich sie jetzt im Test. So, jetzt ist die Frage, wie schalte ich die ein? Die hat nämlich in der Schalterstellung nur On und Off. Wenn ich die jetzt auf Off mache und die gerade mal am Aufnehmen ist, wird die Speicherkarte höchstwahrscheinlich beschädigt. Bei meinem Glück. Bei anderen Kameras, wo ich sowas schon hatte, da drückt man lange eine Taste, um die einzuschalten. Tja. Hier nicht. Hier ist wieder dieses Problem, was ich bei der IG400 schon hatte. Ich krieg die nicht an. Ich muss jetzt den Schalter ausmachen. Ich mach die jetzt aus. So. Also das ist für Einsteiger schon überhaupt nicht geeignet. Wenn ich die Kamera ausschalte und die ist gerade mitten in der Aufnahme, wird die Stromzufuhr von der Speicherkarte abgebrochen und damit kann eine Speicherkarte kaputt gehen. Das habe ich bei der 400 schon gesagt. Da habe ich auch zwei Speicherkarten zerstört. Gute. So, zack, fallen die Batterien raus, wenn ich die aufmache. Ist auch. Wir haben ein paar Aufnahmen, auch in der Nacht, sehr gut. Ich habe die Kamera wieder eingestellt auf Foto und Video. Es gibt Leute, die Wildkontrolle machen und die interessieren sich nur für Fotos und deswegen möchte ich ja auch die Fotos mir anschauen. Gespeichert wird in AVI. Der Ton ist ganz vernünftig, aber das Bild... Puh. Was soll ich denn davon halten? Das ist ein junger Fuchs vor der Kamera. Also, das ist wieder gut. Also ich denke mal, der Test ist damit abgeschlossen. Das ist Müll. Das ist nicht brauchbar. Das kann man keinem zeigen. Was sollen die kosten? Ich meine, wenn die jetzt 20 Euro kostet, gut, okay, das ist dann, die soll 60 Euro kosten. Boah. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Enttäuschung pur. Wisst ihr, was das ist? Hier ist eine USB-C-Buchse verbaut. Was mich sehr verwundert, weil die Bildqualität dieser Kamera, die ist grottenschlecht. Tut mir leid, ich kann hier kein positives Urteil abgeben. Das ist Ressourcenverschwendung, das ist China-Schrott. Vor allen Dingen, die wiegt ja auch nichts, da ist nichts drin. Was mache ich damit? Wisst ihr was, ich mache ein Giveaway draus. Genau, ich mache ein Giveaway draus. Ein Gewinnspiel wieder mal. Wenn ihr diese Kamera haben wollt, dann schreibt unten in den Kommentaren rein, Hashtag IG200. Ich packe in meinen Paketen immer noch Kleinigkeiten von mir rein. So aus Indonesien, originale Nudeln oder irgendwas. Ich packe immer noch Kleinigkeiten von mir rein. Die sind wahrscheinlich viel interessanter als diese Kamera. Kostet euch nichts. Service schicke ich euch zu. Jetzt kommen die Originalaufnahmen, die sie hier gemacht haben. Ich kann leider kein positives Urteil abgeben. Das finde ich nicht gut.
Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, Frieden auf der Welt. Ciao, euer Vari. Mann, ich habe einen Frosch im Hals. So, ich hänge meine Kamera hier auf zum Vergleich. Das ist sie, attraktivfach. Schön, dass hier wieder ein Sportflieger rumkreist. Und gerade wenn ich anfangen will mit Filmen, kommt so ein Sportflieger. Warten die immer auf mich?